Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moose Random Weihnachtskalender und heute sind wir unterwegs mit dem Tiger, ganz einfach, weil ich Bock drauf hatte. Ist einer meiner absoluten Lieblingspanzer und einer der besten Stufe 7er. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und wir sind unterwegs mit BKM, ebenfalls mit einem der besten Stufe 7er Heavies, dem T29. Huh. Hallihallo. Ja, fantastisches Gerät, schießt unglaublich schnell, hat viele Hitpoints, ist mobil, was will man mehr? Ja, okay, man könnte noch Panzerung setzen, aber die Panzerung ist hier tatsächlich nicht sonderlich gut. Und viele mockieren das, weil sie gehört haben, oh, Propaganda aus dem Zweiten Weltkrieg, Tiger war so geil. Nee, bitte. Der Tiger war wirklich nicht so gut, wie er dargestellt wird. Er war gut, auf Entfernung von 2 Kilometern. War der großartig. Gibt's hier nicht. Deswegen, wir können ja maximal auf 500 Meter schießen. Dementsprechend, 500 irgendwas. Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Wenn Fahrzeuge so nah rankommen, dann kommen sie auch durch. Also, das war auch damals so. Ja. Tiger. Deswegen wurde das hier ein bisschen kompensiert durch eine extrem schnell schießende 8-8 und die pulverisiert ganz gerne Gegner, vor allen Dingen, wenn es so ist und wir ein bisschen Glück haben, warum auch immer, wahrscheinlich, weil wir heute echt viele komische Gefechte hatten. Wir sind Top-Tier. Und da macht das Ding echt richtig viel Spaß, wenn wir die Chance haben, auf Dinge zu schießen, ohne dass viel zurückkommt. Wir können tatsächlich ein bisschen was ab, ne? Wir haben 1500 Hitpoints, das sind 250 Hitpoints, das ist ein Schuss mehr, den wir einstecken können als der T29 und das ist echt ganz nett, weil wir wirklich auch die Duelle suchen können. Wir haben eine 5,5 Sekunden schnelle Schussfolge und dementsprechend können wir tatsächlich alles zerbröseln, was so vor uns ist und wir auch penetrieren können. Ja, da gibt es nichts, was kaum was, was dem Tiger da ebenbürtig ist. Das ist das Schöne. Also ein One-on-One, beide schießen, beide kommen durch. Gewinnt oftmals der Tiger. Wenn er nicht vorher schon blöd irgendwas kassiert. Aber ist ja gut, ganz gut aus. Da helfen wir hier unten mit dem Cromwell mal. Und ja, ihr seht schon, ich fahre den so ein bisschen mediumlastig. Das heißt, wir fahren auch auf die Medium-Linie. Wir flankieren ganz einfach, weil die Mobilität da ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch was treffe und vor die Flinte kriege. Das wäre echt gut. Oh, weil eine Macke hat er, der Tiger. Die Gunnepression ist echt mau. Da gibt es Besseres. Wir können uns aber anwinkeln, können vor uns zurückfahren, um Schüssen auszuweichen und dann nachzusetzen. Und wie gesagt, alle 5 Sekunden können auch was rammen. Jetzt mache ich den Rammen. Alle 5 Sekunden oder 5,5 Sekunden können wir hier nochmal drauf schießen. Ist ein fantastisches Gerät, um hier wirklich viel Schaden zu machen oder halt einfach die Gegner zu zerbröseln. So, ist dahinter noch was? Nö, das sind nur die 2 Grad. Echt jetzt? Die haben keinerlei Support? Was ist denn hier los? Ah, den Schuss hätten wir uns sparen können. Ja doch, Arti. Und ein dicker Max. Okay. Ihr seht schon, ne? Wir da leider nachladen, haben wir den zweiten Schuss im Rohr. Das ist einfach fantastisch. Dicker Max steht da. Alles klar. Den werden wir hoffentlich gleich finden. Der hat mich noch nicht gesehen oder noch nicht beschossen, sagen wir so. Da, ja, haben wir eine Superhelikette, okay. Da ist der dicke Max. Oder sowas. Ich nehme kurz die Superhelke raus. Weil die hat mir gerade geschossen. Wir müssen sie nicht nachladen lassen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Dicker Max war links daneben, ne? Ja, ja. Jop. Der ist raus. Gott. So, jetzt holen wir uns den Kindern zwei. Ah, da ist ja nichts mehr dran hier. Ja klar, Schmaltung abgebreit. Ihr seht schon, ne? Wenn wir top hier sind, es ist halt krass. Man fährt halt einfach durch. Und im Moment haben wir jetzt auch noch das Vergnügen, dass keiner auf uns schießt. Das ist sehr angenehm. Das macht die Sache noch ein bisschen spannender. Zumindest für mich. Ich mag das. Fahr mal vor, Mu. Ich fahr vor. Ja, ja, ich fahr vor. Ich fahr vor. bin voll dabei. 1 EZ ist okay. Der ging voll durch ihre Panzerung. Genauigkeit ist okay. Granatengeschwindigkeit ist super. Ich liebe dieses Fahrzeug. Ich habe damals, als ich noch frischer Move war und gerade mal 5000 Gefechte hatte, habe ich irgendwann auch den Tiger gehabt. Allerdings sehr spät erst, lustigerweise. Ich habe den Tiger P gegrindet wegen der Maus. Und fand den Tiger 2 damals tatsächlich besser als den Tiger. Lange, lange Zeit. Ganz einfach, weil er. Naja, ich habe den Tiger nicht so wirklich lieb geworden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich nicht falsch gefahren bin. Sondern als Heavy gefahren bin. Großer Fehler. Ich
hatte halt den Tiger P noch im Sinn, ne? Und der hatte 200 mm Frontpanzerung, das war geil, konnte mal eine Zevi fahren. Den Tiger allerdings nicht, deswegen fand ich ihn nicht so gut. Und mittlerweile habe ich dieses Teil so lieb gewonnen. Ich mag den. Deswegen auch die tolle Tarnung. Man muss den Tiger hier einfach wirklich bisschen zu schätzen lernen. Da geht das. So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch was abkriegen. Ich denke nicht. Ja, wir sind jetzt auf 1,6 Schaden. Das ist okay, mein Gott. Mehr gab es einfach nicht zu schießen und einen Schuss habe ich vermasselt. Zu viel Ketten getroffen. Ja, das ist das Problem beim T29. Der ist nicht so präzise. Da geht gerne mal was daneben. Oh, KV, fahr doch wieder vor. Wieso fährst du zurück? Fahr doch nicht zurück. Nicht zurückfahren. Zurückfahren ist blöd. Fahr vor. Mist. Dachte, ich kann den abstauben, aber da hat die Kanone mich kurz mal im Stich gelassen. Aber keine Ahnung, vielleicht haben wir auch den guten dicken Max nochmal getroffen. Das wäre ganz cool. So. Das war die erste Runde. Na? Haben wir den dicken Max getroffen? Das wäre echt cool. Ja, wir haben ihn getroffen. Die Kette. Klar. 1,6 Schaden ist okay. Kann ich mitleben. Und wir haben sogar 32.000 Credits plus gemacht mit Premium hier. Und ja, gleich nochmal eine zweite Runde, weil fantastisch. Tiger 1. Runde Nummer 2. Diesmal mit krassen Herausforderungen. Wir sind hier, Lothier, ist klar. Gegen Tier 9 auf einer Karte, wo es normalerweise bis in die 15 Minuten geht, oftmals. Und es vielleicht sogar ein Unentschieden gibt, weil man sich einfach nicht findet. Die Karte ist echt groß, sehr, sehr verzweigt. Und das heißt für uns, wir sind Supporter und Sniper. Yay! Und nichts anderes. Wenigstens gibt es keine Arti. Das ist aber auch, ne? Wir haben heute zum Beispiel so Runden gehabt mit dreimal Arti, dreimal Arti, dann wieder keine Arti, dreimal Arti, dreimal Arti, keine Arti. Sehr seltsam. Das hätte man besser aufteilen können. Mhm. Keine Arti, keine Arti, keine Arti. Zum Beispiel. Einfach mal Ruhe von oben. Wie gesagt, ich bin kein, ich bin jetzt niemand, der sagt, Arti ist komplett scheiße. Ich finde nur 3 ist zu viel und Top 4 sollten ja auch nicht sein. Eine finde ich vollkommen okay und legitim. Das preventet ein bisschen vom Campen. 3 macht genau das Gegenteil. Da eine. Arti prevents Camping? Ja. Okay. Also wenn du eine Arti hast, ne, die kann so ein bisschen noch was gegen das Campen tun. Wenn du 3 hast, passiert genau das Gegenteil. Krass das Gegenteil. Und es ist echt schwierig da so ein Zwischending zu finden. Habe ich Progetto übersehen? Mist. War ein langer Tag. Ja. Hast du getroffen? Nee, ich war noch im Reload. Ja, ich habe nicht gesehen, ich war nach rechts orientiert. Was? Jetzt ist keiner dahinter, kann ihm nicht helfen. Oh nein, der Ram war nicht gut. Ja, ist jetzt blöd, ne? Unser einziger Light ist jetzt da blöd vorgefahren. Oh, rechts, rechts. Keine Chance. Tigerturm dreht sich so langsam. Knapp, ich hätte ihn auch erwischt. Mein Schussflug genau in die richtige. Oh, guck mal, wir könnten so geil flankieren über die Siegerlinie. Oh, das ist langweilig hier. Ich will woanders hin. Guck mal, wo unsere TD stehen. Nee, hier geht nichts mehr auf. Hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts supporten, vor allen Dingen. Weil ich sehe mich hier als Supporter an, deswegen werden wir mal auf die rechte Seite fahren. Oh, war auch schon. Okay. Manchmal kann man hier halt rechts so schon den ersten wegräumen oder so. Ja, das kann mal schnell gehen. Deswegen hat man es nach rechts gestellt, aber ich habe den Progetto einfach verpennt. Die 200 Schaden hätten es jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber wir sollten uns hier oben den T29 holen, am besten von rechts, damit wir von links nicht beschossen werden können. Oder halt von links an den Häusern, da geht es halt auch, da können wir dann dort arbeiten. Da müssen wir aber aufpassen, dass hinten nichts steht auf der A5. Und gucken, ob wir den T29 hier ein bisschen unter Druck setzen können, weil der Sidescrape, glaube ich, gerade. Und wenn wir das richtig anstellen, sind wir einigermaßen safe von Beschuss von links und können dem hier jetzt ein bisschen, ne,
in die Seite ballern. Das ist immer schön. Dabei nicht mal aufgegangen, interessant. Ey, Kettenschüsse sind wieder da. 2, 1. Nochmal gekettet. 3, 2, ich bin offen. Okay. Ja! Der eine Stritzwagen, ne? Der stand richtig. Egal. So, wir haben den T29 hier oben rausgenommen. Keiner schießt auf den Stritzwagen, das heißt, keiner kann drauf schießen. Das heißt, wir gehen zu und fahren runter in Richtung Objekt. So, was hast du denn da Schönes? Albert Auermacht. Albert Auermacht. IK4 hat mich getroffen. Der steht ganz außen. Vorsicht. Wenn du zu weit zurückfährst, kriegst du den IK4 ab. Oh, da will uns was schilden. What? Abgeprallt. Track. Gerade wo mein Schuss hingegangen ist. Ja, ich track gleich nochmal. Track. Wir haben sie böse erwischt. Jetzt sieht ihn wieder keiner, weißt du? Komm nicht durch, track nochmal. T34, der macht es einen aber auch schwer. Track nochmal. Wir machen gar nichts anderes außer tracken, ne? Das ist halt Supportaufgabe. Ich krieg den nicht kaputt. Ich würde den gerne töten, aber ich krieg den nicht kaputt. Komm schon. Danke. So, mal hinten beim T34 angeklappt, ob der hat mal irgendwie merkt, dass er was falsch macht. Okay, ich habe jetzt 1000 Spotting, aber nur 400 Schaden selbst gemacht. Aber wir müssen noch ein bisschen was gehen hier. Oh, der IKV stand rechts neben dem Stein. Nein. Wir klopfen mal kurz die Steine ab. Nein. Der steht hinterm Haus. Der steht gut. Der ging voll durch ihre Panzerung. Uff. Wo steht der Rest? Das ist die Frage. Stehen alle hinter Steinen und Häusern. Nicht cool. Oh, der steht. Mal im Ernst, warum steht der da hinten? Also der T26, der gerade auf mich schießt. Puff! Also ich hätte eine Vermutung, weshalb er da steht. Welche? Einfach nicht weiß, was er tut. Das kann natürlich auch sein. Aber gut. Ja, wir haben ihn in die Luft gejagt, hat er davon. Ein Tiger, Tiger. Ja, wir haben 1300 Spotting. Mit einem Heavy, wohlgemerkt. Das ist okay. In einem 9er-Gefecht. Gucken, ob wir noch ein bisschen Schaden zusammenkriegen hier. Ein oder zwei Schuss wäre ganz cool. Also ich kann mich auch an eine Tiger 1er-Runde erinnern. Über 4K Spot auf Bukurovka. Ja, das ist natürlich, das sind diese extrem geilen Runden, ne? Meint dann Uga der 50B, nein, jetzt ist aber Schluss. Hör auf, um mich zu schießen. Du musst den Schuss triggern. Okay, hab den Schuss getriggert. Na gut. Schießt. Trollpanzerung der Amis. Mhm. In Ketten. So, das waren die beiden Extreme. Waren jetzt nicht die überdimensional krassen Runden, aber es waren so die beiden Extreme vom Tiger. Und deswegen mag ich den Tiger so. Er funktioniert halt trotzdem. Wir hätten hier ein bisschen mehr rausholen können, gebe ich zu. Ja, ich habe ein bisschen daneben geschossen und so weiter. Von den XP her dürfen wir aber ziemlich weit oben sein, ja. Kurz hinter BKM mit 843. Reiner Supportpanzer. Durch den Schaden, den wir ermöglicht haben, 1397. Da geht weit mehr. Ja, das war jetzt einfach nur eine normale Runde. Und es funktioniert auch im 9er. Solange keine Arti im Spiel ist.
Wobei, man kann durch die Beweglichkeit den meisten Schüssen noch ausweichen. Ja, wir sehen uns morgen wieder mit was anderem. Und ich denke, den Tiger werden wir öfter sehen, weil ich liebe diese Karre einfach abgöttisch. Macht's gut, bis bald, Elmo. Tschüss. Tschüss.